Herzlich willkommen zu einer Folge Kaffee durch den Marsch. Wir fahren den Faktor jetzt zum, oder das Faktor wird jetzt hingefahren zum Feld 45. Und dann werden wir gleich mal schauen, weil er sind ja schon angekommen. Und zwar 46. Da schauen wir gleich nach, was wir da für Kurse haben, was wir da gespeichert haben. Feld Nummer 46 düngen. Könnte sein, dass wir da drin haben. Sogar möglich. Mähen, mähen, Gras, mähen, düngen. Feld 7, 43, 10. Ich muss ein bisschen aufräumen. So, 46, da haben wir natürlich bei, ne? Bei mähen vielleicht? Mähen, düngen, Feld 15, 53. Aussaat, düngen, 44, 43. Nö. Sind dabei. Könnte man so speichern, theoretisch. So. Kursgenerierung. 46. Oh, das ist ein komplizierter Feld. Da gab's. Hat der Kollege Schwierigkeiten gehabt. Oh, so. Ganzer Kreis, einfach, einfach. Springe Feld rein, 1. Vorgewinner machen, 2. Müsste besser sein wegen dem hier. Das könnte jetzt lange dauern. Hoffen wir nicht, dass es lange dauert. Weil er jetzt hier das berechnen muss. Und das ist ein bisschen kompliziert für Kursbrech. Hat's gemacht. Und zwar an sich gut gelöst. Wenn wir einen Vorgewinner mehr machen würden, wird es vielleicht gar nicht mal so notwendig sein. Aber das passt schon so. So. Ein Stern. Den nächsten. Lass ihn fahren. 49 ist größer, aber nicht viel. Einsteigen. So, das machen wir gleich wieder weg. Kursgenerierung 47, habe ich auch nicht gesehen. Glaub nicht. Einfache Felder macht einfach am besten und schnellsten. Dann gehen wir gleich zu 49. Da war ein Düngerfahrzeug. So. Das ist 49. Grunde kann man immer schnell berechnen, das ist kein Problem. Dann braucht man sich nicht groß das Ordnersystem kümmern. 49. Muss mal gucken, wo der andere hin ist. Der fährt noch. Wenn wir hier einsteigen. Der wird gleich zu 16 fahren. Wir fahren so 16 und dann werden wir gleich dort die Beziehung machen lassen. Dann können wir hier auch nicht weit fahren und nur die Beziehung annehmen. So. 16 annehmen und dann geht los. 16. 10, 10, 10, 10, 10, 16. Das war mit der größten Felder in der Einfach.
Nur halt der Kleinste nicht, aber halt, also von der Größe her ist das dann großer Durchschnitt. Aber gut, das ist egal. Das macht ja nichts. Wie gesagt, hier ist eine Pflegereifung nicht so wichtig, weil auf fremden Feldern kann kein Tarnung stehen. So. Oh, 45, das war ja so ein Riesenteil. So. Und auch zwei Vorgeräte in dem Falle. Gucken, ob da zwei mit hinkommt oder mit drei besser wäre. Gehen wir hier, das ist doch vermeiden jetzt mal ganz kurz. Ja, das geht. Muss ja so gehen, ne? Dieses Arbeiten fünf Fahrzeuge, glaube ich. 1, 2, 3, 5. So, gut. Das wäre das. Was wollt ihr noch machen? Sag an. Ja. Die arbeiten nur alleine. Die Schweine kommen. Wir werden den mal gleich putzen. Der wieder so hoch, ne? Ja, das kriegt man hier nicht im Blickfeld so rein, also. Du bist meistens zu hoch und dann kannst du nicht mehr lenken. Die Pferde brauchen normalerweise, die kriegen die Milch von der Mutter. Normalerweise die ersten Wochen. Also die würden kein Schweinefutter fressen in dem Sinne. Die ersten Tage nicht oder Wochen nicht. Aber irgendwann fangen die mit an. Das ist die Natur der Schweine, da fressen halt alles, ne? Aber man kann es nicht erkennen, das ist schade. Ja, wiederum muss man wiederum Spezialstall haben. Weil die Schweine haben alle die gleiche Größe, das ist ein bisschen ungünstig. Vielleicht kommt er mal irgendwann mal präzise nachher. LS21, vielleicht ist das auch mein Wunsch, dass da die Tiere entsprechend der Größe auch so wie auf dem Feld wachsen kann. Ne? So. Aber hier ist anders gedacht, eigentlich, dass Tiere automatisch dann mehr werden nach gewissen Zeit. Aber so ist ja nicht die Realität, ne? So, noch Mischfutter geben. Hängen wir ab. Dann fahren wir so einen Stall. So einen Kuhstall. Da muss noch Hänger stehen. Ist ein Stall. Da haben wir auch schon 200 Kühe. Was gestern so viel gemacht. Will auch nicht richtig Milch haben, ja, ne? Also so, ne? Ein paar Dinger, ne?
Wasser. Wie ich sagte, wir haben noch einen gelben Hänger und der ist da hinten beim. Sag schon. Achso, beim Forst, ne? Ah, der wäre auch zu groß. Von der Höhe her. So, ne Schotter. Die war so, wenn man gesagt hat, man kann sie da rausholen. Auf vielleicht in einer anderen Position gemeint. Möglich. So. Da hätte ich hier immer Stroh gegeben. Also brauche ich immer Mist, ne? Für Dünger. Überleg gerade, wir haben da aktuell. Ja. Ja, Stall wäre da genug Platz. Noch. Oh, das Licht an hier. Mensch, Junge, das Licht wieder an. Oh, das Hochlicht wieder an, ja gut. Da geht auch an. Beinahe gegengefahren. Ja, gut. Ruhe. Karton. Noch ist wenig Lohnzahlung, das ist Spanisch. Muss normalerweise mehr werden, normalerweise, aber gut. Also Lohnzahlung stimmt sowieso, ich weiß nicht, keine Ahnung was. Gewicht habe ich noch da, und Takt noch lange nicht mehr. Den großen Schweren, der so laut war. Die Ruhe! Voll! Nee, jetzt hat er Ruhe. Ich kann betricksen, ne? Ich habe eigentlich so einen großen Platz, dass wir da überhaupt nicht rückwärts fahren müssen normalerweise. Oder ganz wenig. Man muss nur entsprechend gucken können, wo wir aktuell fahren. Oh, durch den Wald durch. So, passt doch. So. Ja, gucken nicht. Ja, laufen. Hier müssen wir noch sehen, dass wir Stroh kriegen, aber das dauert nicht mehr lange. Ich schätze mal so, ja, 3 Tage. So, LKW. Der rote wird schon reichen. Dann können wir schon die Ferkel, normalerweise, na, das lohnt sich noch nicht, das ist noch nicht voll.
Flasche, Flug, GRS verkaufen. Und dann lohnt sich nicht. Das sind gerade mal 10.000 im Verkauf. Wir müssten an den anderen Stall vorbereiten, dass er da zumindest ein Wasserbehälter haben. Denn ich weiß nicht genau, ob da ein Trock irgendwo hinführen können. Denn irgendwo auffüllen macht doch keinen Sinn, ne? Wir werden mal eine Pumpe errichten, das werden wir tun. Eine Pumpe errichten machen wir gleich. Und zwar eine Pumpe für den Stall. Ich weiß jetzt aktuell nicht genau, wo er hin könnte. Hier vorne wäre eine Option. Und zwar Tierhaltung. Und hier kann man nur ein bisschen experimentieren. Weil ich vermute mal ganz stark, das wäre hier. Die Wasserquelle wäre. Hier vorne teleportieren wir uns auch hin. Und nach dem Gülle wäre auch nicht. So. Mal gucken, ob das entsprechend auch passt. Denn wenn das passen würde, hätten wir jetzt Wasser im Stahl. Dazu muss noch die Pumpe angezeigt werden, und zwar Wasserpumpe. Ha, wir haben das schon mal gehabt. Geschafft. So, jetzt müssen wir im Prinzip 150. Das ist gerade eine Explosion an Milch, an Tieren. So, die sind jetzt gut versorgt. Und neun weiblichen Tiere sind noch nicht fruchtbar. Aber die ersten sind schon fruchtbar. Die nächsten 0,5, 0,7, 0,6, 0,5 ist das kürzeste. Alle, wenn wir Geduld haben. Weil ich aber nicht hinbekommen, beziehungsweise war nicht so viel Arbeit. Na, Dach dicht. Dach ist dicht. Gut. Hinbekommen, die Kühe rüber zu holen. Jetzt haben wir da einsteigen. So, und ich schaue, das soll es heute gewesen sein. Wir werden gleich morgen die Schweine umtransportieren, umlagern. Das sei mal Füße im Winkel. Schau, schau. Und hören uns dann gleich zur nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Gerne wieder gesehen, gerne bekommen. Und Kommentare ruhig reinschreiben. Ruhig reinschreiben. Egal was, Hauptsache irgendwas. Danke. So, noch Tschüss und Winke, ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder. Ich bin euch wohl da. Tschüss.